5 Uhr? Kann doch gar nicht sein. Steht das Ding wieder. Muss ich mal bei der Post anrufen. 1, 1. Beim nächsten Ton ist es 11 Uhr, 3 Minuten und 20 Sekunden. Und das machen Sie den ganzen Tag? Nein, das mache ich überhaupt nicht. Und funktionieren tut es auch ganz anders. Eine Kollegin von mir hat vor ungefähr 20 Jahren die Zeitansage mal auf Tonband gesprochen. Sie arbeitet jetzt zwar nicht mehr bei der Post, aber ihre Stimme sagt immer noch in ganz Deutschland die Zeit an. Neuerdings kommt die Zeitansage auch nicht mehr vom Tonband, sondern von der Platte. Das ist die Platte, von der die Zeitansage kommt. Aber diese Platte ist ganz anders als eine normale Schallplatte. Sie hat keine Rillen. Und auch der Plattenspieler sieht völlig anders aus. Er hat 3 Tonarme. Der erste Tonarm geht immer nur an die Stelle auf der Platte, wo die Stunden sind. Und der sagt immer nur: Beim nächsten Ton ist es 11 Uhr. Beim nächsten Ton ist es 11 Uhr. Beim nächsten Ton ist es 11 Uhr. Der zweite Tonarm geht immer nur an die Stelle auf der Platte, wo die Minuten sind, und der sagt immer nur: 3 Minuten. 3 Minuten. 3 Minuten. Der dritte Tonarm geht immer nur an die Stelle auf der Platte, wo die Sekunden sind. Und der sagt immer nur: Und 20 Sekunden. Und 20 Sekunden. Die 3 Tonarme arbeiten so, dass der zweite anfängt, wenn der erste aufhört, und dass der dritte anfängt, wenn der zweite aufhört. Hintereinander sagen die 3 Tonarme dann: Beim nächsten Ton ist es 11 Uhr, 3 Minuten und 20 Sekunden. Tja, und jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen. Wie weiß denn der Plattenspieler, dass es jetzt gerade 11 Uhr, 3 Minuten und 20 Sekunden ist? Ganz einfach. Von dieser unheimlich genau gehenden Uhr. Diese Uhr schaltet alle 10 Sekunden den Plattenspieler ein. Das Getriebe setzt die Tonarme an die richtige Stelle und dann kommt die richtige Ansage. Beim nächsten Ton ist es 11 Uhr, 3 Minuten und 20 Sekunden. Und diese ganze Zeitansage mit allem drum und dran kommt aus diesem grauen Gestell. Dieses hier steht übrigens in Stuttgart im Fernmeldeamt 1. Beim nächsten Ton ist es Zeit für die Sendung mit der Maus.